Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Berlin. Wie schon angekündigt, es ist die Fashion Week. Das soll einer noch mal sagen, Männer können Auto fahren. Martina? Hab ich gehört. Wie lange hast du schon deinen Führerschein? 11 Jahre. Eigentlich bei eBay. Seit welchem Jahr? Was? Ja, 11 Jahre zurück, Martina. Ja, ich kann jetzt nicht rechnen. Jetzt, in Anführungszeichen. David kann nicht Auto fahren, ich kann nicht rechnen. Ausgleich. Wir fahren jetzt in unser Apartment. Bin sehr gespannt, was der David uns da so ausgesucht hat. Ne? Okay. Wahrscheinlich so mit Bad auf dem Gang und so. In so einem Block. Nein, wird alles super toll werden und es wird eine richtig geile Woche. Ich freue mich richtig drauf. Zwischen den Koffern sitzt die Franziska. Ah, da sieht man sie. Da vorne haben wir die Selina. Selina, du darfst auch. Ja! Dein Gesicht will ich haben. Yay! So, und jetzt haben wir den Autofahrer, wollte ich schon fast sagen. Ja, den Autofahrer. Das ist David. Oh, das ist mein Highlight. Um dieses Zimmer wird sich, glaube ich, gestritten, oder? Wir schlafen alle zu viert hier drin. Ich glaube, wir schlafen alle zu viert hier drin. Jedes Mal, wenn ich im Motel One bin, schalte ich sofort, sobald ich im Zimmer bin, immer den Kamin an. Jetzt haben wir hier auch eine. Das ist so schön. Jetzt natürlich erstmal zu Hause anrufen. Hallo, ich bin's. Ich wollte nur Bescheid geben, dass alles in Ordnung ist, dass ich gut angekommen bin und ja. Nee, ich bin nicht erkältet. Ihr wart ja schnell. Hä, sind wir Prinzessinnen? Oh, wie nice. Ja, das ist echt cool. Wir hatten ja an. Es ist Abend und wir sind alle sehr müde, denn es war ein anstrengender Tag. Vor allem die letzte Show hatte es wirklich in sich. Da sollte ich eigentlich sitzen. Bei mir, mich ärgert das auch so. Wir machen jetzt an der Stelle einfach einen Cut und ich melde mich nachher wieder, wenn wir dann ins Bettchen gehen. Ja, oder so. Wunderschönen guten Morgen! Ganz offen und ehrlich. Ich hab Laune. Wir sind alle mega fit und mega frisch, wie man sehen kann. Selina. Es wird sich hier fleißig geschminkt, ne? Weil gleich haben wir Fotoshooting. Und hier am Fenster ist natürlich das beste Licht. Ich habe zum Glück immer meinen Spiegel mit dabei. Da packe ich immer ein. So viel Platz muss im Koffer sein. Bist du schon fertig mit Schminken? Ja. Boah, bist du immer so irre schnell. Ich bin gerade dabei, mache ihre Wimpern. Ist echt schwierig bei anderen. Jetzt sieht es aber schon besser aus. Ja. Ne? Ja. Siehst du? Du bist voll natürlich. Ja. Arbeit über euch. Ja, es ist echt gerade schwieriger als gedacht, gell? Komm, mach mal kurz, Martina wird mich drauf. Nein, das ist nicht wahr. Die eine ist schon bombenfest. Der Fotograf ist auch schon da, Jeremy. Natürlich sind wir nicht fertig. Jetzt geht's in die Beauty Lounge und ich muss sagen, ich bin ein bisschen geplättet. Mein Hals tut ein bisschen weh. Selina hat gesagt, es lohnt sich dorthin zu gehen. Essen! Also hören wir doch mal auf die Selina. Was? Boah, 80 jetzt. Wer hat die niedrigsten Schuhe an?
Wer hat Bargeld dabei? Ich habe gar kein Bargeld. Ich habe nie Bargeld dabei. Hast du Bargeld dabei? Aber eher Scheine. Nur die dicken Scheine. Ich war ja am Samstag noch mal im Deichmann. Und ich hatte so eine perfekte Vorstellung von Schuhen, die ich mir kaufen wollte. Solche Retro-Stiefeletten, Schnürstiefeletten, wie es damals die Damen auch hatten, ne? Vor vielen, vielen Jahrzehnten. Ich habe tatsächlich genau die Schuhe gefunden, die ich wollte. So sehen die aus und ich liebe sie und die sind so saubequem. Das ist kein Placement, Leute. Ich wurde hier direkt rangezogen von der Selina und von der Annika. Martina, das brauchst du auf jeden Fall, du hast doch Halsschmerzen. Hier gibt es nämlich Ingwer. Jede Menge Ingwer. Und ich liebe Ingwer und ich habe auch letztes Mal, vor 2 Wochen hatte ich schon mal Halsschmerzen, habe mir dann wieder meinen Wasserbottich gemacht und Ingwer reingeschnitten und war dann am nächsten Tag komplett weg. Und das ist natürlich dann eine super Sache auch für unterwegs, ne? Kann man in die Tasche packen. Und jetzt bin ich erstmal ausgestattet, dass ich bis Freitag noch durchhalte. Hast du Lust auf ein Gläschen Beauty Sekko mit Kollagen? Oh ja, immer. Ne? Wusstest du? Der ist auf jeden Fall nicht zu trocken, das ist schon mal gut. Ja. Hier wird gerade alles vorbereitet. Wir sind jetzt bei Rituals angekommen. Sie schnuppern jetzt erstmal. Mhm. Da ist wieder eher ein bisschen zurückhaltender. Genau. Einmal die indische Rose. Das hier. Sie mögen süß. Dann hätte ich hier noch einmal die Kirschblüte. Kirschblüte? Ja, das ist so. Ja. Ja. Ja, gut. Dann nehmen wir die Kirschblüte und sich jetzt erstmal 1-2 Minuten kurz verwöhnen lassen. Standard. Ja. Ich gerne doch. Ich bin wieder zurück und ich bin wirklich komplett tot. Ich bin richtig, richtig K.O. Könnte sofort im Stehen schlafen. Aber es geht heute noch ein bisschen länger weiter. Ich bin echt froh, dass Wimdu uns die Wohnung gestellt hat, uns zur Verfügung gestellt hat, jetzt über den Zeitraum für die Fashion Week. Und wir können auch echt coole Fotos hier machen. Wir haben uns jetzt übrigens entschieden, ich glaube, dazu habe ich gestern gar nichts mehr gesagt. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir alle hier drin schlafen. Wir haben zwar noch ein zweites Schlafzimmer, aber das ist jetzt ein Ankleideraum. Und den brauchen wir auch, weil wir einfach so viele Sachen dabei haben. Und ja, man muss ja wirklich jeden Tag ein paar Outfits parat halten, auch für Shooting und so weiter. Es fliegt alles in dem Raum gerade durcheinander. Deswegen, das hier ist so die saubere Area. Was laber ich eigentlich gerade für einen Scheiß? Kann ich alles wieder rausschneiden? Mann! Okay, Martina, überleg dir, was du sagen möchtest. Halben BH sieht man, aber okay, läuft bei mir. Das haben wir heute bekommen. Das sind die Goodie Bags. Ich glaube, das wird ziemlich lustig, am Freitag das alles irgendwie in den Koffer reinzubekommen. Aber wird schon irgendwie klappen. Wir haben vor, heute noch auf eine Party zu gehen und jetzt nachher ist dann noch eine Show. Und ich habe wirklich Kopfschmerzen. Ich ruhe mich jetzt noch ein bisschen aus und dann sehen wir uns nachher wieder. Wir sind jetzt schon direkt wieder unterwegs. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Also Status ist unverändert. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Rihanna. Nein, zu Rihanna. Rihanna. Und danach geht's zu Khaleesi. Oh Gott. Khaleesi. Das wird ein 1A-Vlog. Auf jeden Fall gehen wir da hin zu den 2 Shows. Und ihr merkt schon, ich. Tut mir leid, ich kenne die Designer halt einfach nicht. Ja? Khaleesi, ich bin halt Game of Thrones. Also immer noch nicht. Ja, und bei Game of Thrones heißt sie Khaleesi deswegen. Ah, krass, sehr gut. Ist doch echt zum Verwechseln ähnlich. Ja. Khaleesi und Khaleesi. Ja, finde ich echt so krass. Bist du mega ironisch? Ach ja, ja, klingt auch richtig zum Verwechseln ähnlich. Vollkommen ernst gemeint. Und danach ist noch eine Party, habe ich ja vorhin schon gesagt. Im Swingerclub! Ach stimmt, das Wichtigste habe ich vergessen. Hallo? Swingerclub, genau, eine Party im Swingerclub. Und ja, jetzt geht's erstmal. Ja, Mann! Ich melde mich nachher nochmal. Es ist jetzt 14:45, also 15 Minuten nach 1. Wir waren gerade auf einer Fetischparty, kann man so sagen. Es war so gemischtes Publikum. Es waren viele Leute da aus dem Stammpublikum, sage ich mal. Es waren natürlich auch welche da jetzt von der Fashion Week.
Und ich wäre auch echt gern länger geblieben. Aber das Problem ist, wir müssen morgen echt früh raus. Wir sind morgen den ganzen Tag auf den Beinen. Also so wie es aussieht, kommen wir nicht zwischendurch irgendwie ins Apartment. Das heißt, wir müssen definitiv morgen Durchhaltevermögen an den Tag legen. Ich werde jetzt auch in 5 Minuten schlafen wie ein Baby. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Hello, hello, meine Lieben. Es ist der nächste Tag. Wir sind alle richtig, richtig munter und frisch. Und jetzt geht's gleich zu Thomas Sabo. Und ja, ich war heute schon einkaufen, direkt aufgestanden und Klopapier gekauft, Frühstück gemacht, dann haben wir schön chillig gefrühstückt und ja, dann haben wir uns fertig gestylt. Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Und die Franzi hat es tatsächlich geschafft, heute ihre ersten eigenen Wimpern selbst zu kleben. Ich bekomme so viel positives Feedback für meine neue Haarfarbe und für den Schnitt und alles. Mega glücklich, mega, mega, mega glücklich. Und ja, mit dieser positiven Ausstrahlung gehe ich jetzt auch wieder raus auf die Straße. Und ich glaube, es wird ein richtig toller Tag. Ja! Da ist übrigens unser wunderschöner Seat. Da kann ich dir meine Sachen geben. In ja, Rose klar. Gold. Es geht zur nächsten Show. Und wir fahren mal wieder in ein Parkhaus. In ein sehr teures Parkhaus. Je angefangene Stunde 3 Euro. Wir sind tatsächlich auf der Show von der Rebecca Rütz und wir sind jetzt in der österreichischen Botschaft. Wir sind überpünktlich, also heute kann nichts mehr schief gehen und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was so vorgestellt wird. Put the place up. Zurück von der Show, wieder im Auto und ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon unterwegs sind, aber wir fahren jetzt erstmal in die Wohnung und werden ein bisschen entspannen, ganz kurz. Alter, ich möchte in dieses Fitnessstudio gehen. Das ist echt cool, das sieht echt geil aus. Jedes Mal, wenn wir hier zurückkommen, muss ich erstmal alle Kerzen anmachen, weil ich finde das viel schöner, wenn die Kerzen an sind. Einfach viel... Eigentlich gar nicht, der Schein trügt. Deswegen spiele ich jeden Abend hier ein bisschen Mesner, wie in der Kirche, und sind erstmal alle Kerzen an. Passt auch ein bisschen zum Outfit, ne? Ich muss schon echt sagen, ich bin jetzt schon gescheit geplättet, aber mit der Kamera. Die haben wir übrigens auch bekommen von Grace Flower Box mit einem Kärtchen. 4 Stück, 2 sind noch da vorne im Eingangsbereich. So, das sind jetzt nicht die Infinity-Rosen, das sind jetzt, also ja, auch echte Rosen natürlich, aber es sind halt nicht schockgefrostet, also die halten jetzt nicht so lange, aber sie sind wunderschön. Also ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit hier drauf geht zum Kerzen anzünden. Da habe ich auch Bälle reingestellt. Feuer habe ich auch natürlich gemacht. So sieht das dann nach 2 Tagen aus, aber das ist nicht meine Aufgabe, denn ich mache hier wirklich oft sauber. Das ist schön, wenn man mal zusammen wohnt, finde ich. Ja? Macht auch echt Spaß, aber ich könnte niemals dauerhaft in einer WG wohnen, weil ich da, glaube ich, einfach zu kompliziert bin. Oder ja, jeder hat eine andere Vorstellung von Zusammenleben. Ihr wisst, was ich meine. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch in der WG lebt oder leben könnte oder wer sich das gar nicht vorstellen könnte. Würde mich mal interessieren, ob ich da so ein Außenseiter bin. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gestern keinen richtigen Abschluss mehr gemacht, wie ihr sehen könnt. Das ist nämlich schon der nächste Tag. Wir müssen jetzt gerade mal gucken, Franzi und ich, wir fahren mit dem zweiten Auto, wo das Leck mich am Hashtag stattfindet. Ja. Wir sind jetzt beim Leck mich am Hashtag, beim Frühstück. Zwar ein bisschen verspätet, aber habe ich gerade
endlich mal wieder mit Anna ein bisschen unterhalten können. Die ist nämlich auch hier natürlich und habe ganz vergessen zu essen. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen was essen und hier gibt es auch noch ein bisschen weg. Ja, das heißt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen was essen und dann sehen wir uns wieder. Wir zeigen euch jetzt mal ein Geheimnis. Ja? Also sieht man nicht alle Tage, sag das mal so. Sie zeigt ein Bild von, wann war das? Das war vor vier Jahren. Okay. Ja. Und ich zeige ein Bild, das ist 10 Jahre alt. Okay. 3, 2, 1. Echt komplett anders ausgesehen, Leute. Heftig. Unglaublich. Die Transformation, die ist so der Hammer. Das denkt man nicht, das denkt man wirklich. Bei dir aber auch nicht. Ja, bei dir auch nicht. Das ist meine Tante. Die ist 52. Das ist schon, könnte echt deine ältere Tante sein. Aber da denke ich mir auch wieder, es ist gut, dass es YouTube gibt, weil sonst würde ich wahrscheinlich immer noch so aussehen. Also danke an unser Grover. Vielen Dank, Grüße gehen raus. Ich liebe dich. So, Jungs und Mädels, wir fahren schon wieder ins Parkhaus. Wir hoffen. Eine Stunde kostenlos, Freunde. Juhu, die eine dann Stunde. Also nur eine Stunde auf das Event. Wir müssen uns keine 30 Cent von jemandem leihen. Wir fahren jetzt zum Hashmack. Werden da auch einmal kurz durchlaufen. Und dann geht es auch schon wieder ab in die Wohnung danach, damit wir uns ein bisschen vorbereiten können und auf jeden Fall heute Abend pünktlich sind. Das letzte große Event. Und dann geht es morgen ja wieder zurück. Aber ich bin gespannt, wie es wird. Und wie gesagt, Daumen drücken, dass diesmal alles ohne Probleme funktioniert. Wir sind jetzt hier gerade bei Onigo und da gibt es Schuhe. Jetzt geht's ab. Es gibt nämlich nur, es gibt nur noch 3 Packungen, 3 Pärchen. Also ich habe hier einmal grau in 38, schwarz-weiß in 38. Und normal 38,5 grau-weiß. Annika und Selina haben Schuhe bekommen. Ich wollte auch eins und die haben sogar gepasst. Beim Puma-Schuhe. Auch mich ärgert das richtig. Aber die sind halt aus echtem Leder und ich trage halt kein echtes Leder mehr. Ich habe zwar auch noch meine Adidas Superstars, ja. Die trage ich auch, bis die auseinanderfallen. Aber ich habe mir halt so ein Ziel gesetzt, ich will halt so keine Lederprodukte mehr holen und es ist teilweise schwer, klar, vor allem wenn die Sachen wirklich gut aussehen. Aber mein Gott, das ziehen wir jetzt doch bis zum bitteren Ende. Ich habe mir gerade Ohrringe gemacht, die sind ein bisschen größer, ein bisschen auffälliger, aber die sind selbst gemacht. So, ihr Lieben, es geht wieder los. Oh, ist das ein schönes Wetter hier, wie ihr sehen könnt. Es ist überhaupt nicht windig. Kämpfst du immer noch? Ja, du kannst irgendwas machen. Mach irgendwas. Ich habe alles verschlafen. Wir waren bisher nur auf der Rita Rütz. Rebecca Rütz. Ja. Und auf den anderen 2 hatten wir Karten, standen davor und kamen nicht rein. Ja, wir hatten die Karten in der Hand, wo wir uns echt so dachten, Alter, dann ladet doch nicht so viele Menschen ein, weißt du? Wir sind drin und wir haben einen Sitzplatz. Ich glaube, besser kann es echt nicht sein, oder? Da war noch was. Aber ja, ich habe hier ein bisschen Eis, ein bisschen und leider einen geschwollenen Knöchel, weil wir sind da gerade die Treppen runtergegangen und da war so richtig dunkles, pinkes Licht und ich habe irgendwie eine Treppenstufe nicht gesehen und ja, bin so fast gestürzt, sag ich mal, und bin halt umgeknickt mit dem Knöchel und boah, mir ist noch nie schwindelig geworden, wenn ich irgendwie umgeknickt bin, also wirklich, mir ist 5 Minuten oder so, war mir wirklich so richtig schwindelig, schwarz vor Augen und jetzt habe ich halt hier ja, Eis bekommen, habe sofort was getrunken und jetzt hoffe ich, dass der Knöchel auf jeden Fall wieder abgeschwollen ist jetzt dann nachher. Mir ist es auch schon mal vor einem Jahr passiert, deswegen warten wir einfach jetzt mal ab und genießen die Show. Everything I do, get it past slow. Think El Castro, knowing that the past broke. Not understand, our life's like a blast. Whoa, understand rules, it's turn D to blast mode. Listen, best.
to be around. Feeling steady though, grooving on that speed when we up in the stereo. Listen, put the volume up, let's say what's up. Listen, all we doing is music, don't foolish up. Groove with my team, Dirty North, we around. If you're looking for them boots, out sale for the crowd. If you understand, listen, now being heated and fitting. Putting this out, can you feel it in the ocean? You're telling whole scene, make some bite at you, put it all and break apart. Hope you good, don't break apart. Shake your booty. Shake your booty. Natürlich sind die anderen schon zu Hause, wir nicht. Das hat ja auch einen Hintergrund, denn ich habe mir fast meinen Knöchel gebrochen. Und ich brauchte den Alkohol zum Schmerz betäuben. Der Knöchel ist richtig, richtig dick. Zum Glück habe ich Turnschuhe mit dabei, dass ich morgen irgendwie laufen kann. Es war so ein cooler Abend wirklich, ne? Mega. Hammer. Okay. So lustig. Ja. Ey, so richtige Leute einfach um einen rum, weißt du? Ja. Guten Morgen, meine Lieben. Putzmunter geht's jetzt zur Vermietstation. Ja, dadurch, dass es gestern so stürmisch war, fällt natürlich einmal, wenn ich mit der Bahn fahre, mein Zug aus. Genau, und deswegen habe ich nicht lang rumgefackelt und habe direkt ein Auto gemietet und Selina fährt jetzt mit. Eine Woche Fashion Week, eine Woche Mädels-WG im Apartment ist vorüber. Oh. Ja! Nein, nein. Nein, es war eine schöne Zeit. Ich fand es echt cool. Wir haben viel gelacht. Wir haben super schöne Gespräche gehabt. Und man lernt sich einfach viel besser kennen. Ja, es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir auf ein bisschen mehr Shows auch gewesen wären. Und wenn es nicht so ein Theater vor dem Eingang gegeben hätte. Aber wir waren ja nicht die einzigen Betroffenen. Und von daher, ne, bin ich ein bisschen beruhigter. Aber jetzt geht's ab zum Golf, glaube ich, bekommen wir. Ja, einen Golf und dann ab auf die Autobahn und hoffentlich ohne Stau. Das war so schön. Wir haben es nicht geschafft zu drehen. Nein. Aber wir kriegen das irgendwann hin. Auch das war voll schön. Und immer und überall aktuell up to date sein. Ja, auch. Und wir sind bald. Ja, auf jeden Fall. Wir sitzen im Auto und wir sind ehrlich gesagt auch schon ein Stückchen damit gefahren. Es muss jetzt alles ein bisschen schnell gehen, damit wir auch wirklich pünktlich dann in Nürnberg sind, damit Selina ihren Zug, der um 5:30 fahren soll, also soll tatsächlich funktionieren, damit Selina den auch bekommt. Und ja, ich werde mir jetzt ganz kurz mal meinen Smoothie von hinten rausholen. Und dann geht es auch direkt weiter. Wir haben noch ungefähr so, ich sag mal, 3 Stunden, 15 Minuten. Da war, glaube ich, irgendwo. Juhu. So mag ich das. Komplette Auto, Leute, ist voll, wirklich. Das komplette. Wir fahren jetzt erstmal 3 Wochen weg. Oder auch, wir kommen von der Fashion Week. Und das hier ist übrigens unser Auto. Nun geht's weiter. Bis nachher. Ich kann euch gar nicht vorstellen, was es gerade für ein Stress wieder ist. Wir haben es tatsächlich zeitlich geschafft, ohne Stau. Wir sind kurz nach 5 da, das heißt, Selina hat noch Zeit, ein Ticket zu holen und kommt auf jeden Fall heute noch in ihr eigenes warmes Bett. Ich bin jetzt bei meinen Eltern angekommen und bei meiner Oma. Und ich dachte mir, meine Oma und meine Mama freuen sich bestimmt über eine Grace Flower Box und jetzt bin ich mal gespannt auf die Reaktion. Eine Blumenlieferung war schon mal sehr erfolgreich. Also, liebes Grace Team, meine Mama hat sich wirklich sehr gefreut. Und jetzt geht's zu meiner Oma und zu Katschen.
gerade habe ich gesagt, jetzt muss ich mal schauen, ob die Martina schon da ist. Das gibt es. Vorhin ist jetzt ganz, ganz. Ich bin hier. Oh, okay. Das war jetzt wirklich nicht geplant. Ich hoffe, das Video ist nicht allzu lang geworden. Und ich hoffe, dass ich so etwas Tolles nochmal erleben darf. Ich glaube, man sieht es mir an, dass ich jetzt echt kaputt bin, dass ich echt geschafft bin. Mein Knöchel ist auch richtig dick. Der ist jetzt verbunden und ich hoffe, dass da nichts irgendwie gerissen ist. Ich werde euch nochmal alle Kanäle von den lieben Mädels, die mit mir unterwegs waren, verlinken hier in der Infobox. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei allen Kooperationspartnern bedanken, wie Wimdu, die uns das wunderschöne Apartment gesponsert haben. Und natürlich auch Seat Deutschland, die uns zwei Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, damit wir von A nach B kommen. Auch ein Dankeschön an Grace Flower Box, die unsere Wohnung verschönert haben und die jetzt auch meine Mama und meine Oma beglückt haben mit wunderschönen Blumensträußen. Also waren wirklich begeistert davon und haben sich sehr gefreut. Und ich möchte mich auch an der Stelle bei allen anderen Firmen bedanken, die mich mit Goodiebags ausgestattet haben, beziehungsweise deren Produkte in den Goodiebags enthalten waren. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Katschu. Katschu möchte jetzt wirklich ihr Frauchen für sich haben und deswegen verabschiede ich mich jetzt an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Video natürlich wieder. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.